Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Wir spielen Vorherrschaft in der Jundlandwüste und wir sind auf der Seite der Rebellen und hochmotiviert. Nach langer Pause ist das jetzt mal wieder mein erstes Video, was ich mal hochlade und bearbeite und so. Hat sich zeitlich einfach nicht so ergeben und mal sehen, ob ich noch ein paar Skills auspacken kann. Oh. Da kriege ich erstmal fast auf den Sack. Ja, es wird nach wie vor gespielt, Battlefront. Mir macht es nach wie vor Spaß. Wie gesagt, ich habe zwar eine kleine Pause gehabt, aber ich war auch schon gleich wieder reingezackt. Das ist jetzt, glaube ich, meine zweite Partie. Die erste ging, war ich gar nicht schlecht, aber die ging irgendwie nur eine Minute, weil ich in so ein laufendes Spiel reingejoint war. Und ja, da habe ich gedacht, versuchen wir es einfach mal hiermit. Und ja, rein von den Waffen her habe ich nach wie vor diesen EE3 ist das, glaube ich, ne? Oder? Ich glaube, das ist der EE3. Ist das schon dieser Schnelllader? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Ne, EE3, okay. Gut. Da arbeite ich ja noch dran. Ich komme da immer gar nicht mehr klar, ob ich das jetzt zuletzt freigeschaltet hatte oder nicht. Auf jeden Fall will ich ja diesen Schnelllader haben, den man jetzt mit dem Todesstern-DLC dann freispielen kann. Und so lange muss ich so ein bisschen üben. Und ordentlich Kills machen. Oha, da kommt so ein Walker, den wollen wir erstmal nicht in unserer Nähe haben. Boah, ich freue mich auch schon voll auf Rogue One. Es gibt jetzt ja den neuen Film, der im Dezember rauskommt. Und dazu gibt es dann hier auch ein entsprechendes DLC. Dann auch im Dezember. Und ich denke mal, das wird nochmal ordentlich awesome werden. Der Trailer ist schon so geil. Ich hoffe, ihr habt den auch schon gesehen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Okay, der Dude schwebt hier erstmal schön rum. Kann man auch mal machen. Und wir folgen jetzt erstmal Han Solo. Okay, ist hier irgendwo einer? Ah, da oben nicht einer. Vielleicht können wir den mit der Granate wegsnacken. Leider nein. Was haben wir denn hier für ein Power-Up? Fahrzeuggeschütz. Nice. Okay, das könnte natürlich gegen den Walker da irgendwie helfen. Hier ist eine Höhle. Oh, Fliege-Power-Up. Das lasse ich mal lieber jemandem anders. Also diese EE3-Waffe, die macht ordentlich Schaden. Aber ist halt eine Burst-Waffe. Dreier-Burst. So, wir platzieren mal das Ding hier. Und sneaken uns hier mal irgendwie durch. Ah, okay, krieg ich nicht. Okay, dann versuchen wir es mal hier. Granate. Oh, no. Oh, shit. Alter, habt ihr das gesehen? Ich bin ja in Rauch aufgegangen. Ist ja abartig brutal. So. Ich war auch noch mal überlegen, ob ich mir das neue Battlefield hole. Habe ich aber mir erstmal nicht geholt. Dafür habe ich mir aber das neue Call of Duty geholt. Infinite Warfare. Sogar in dieser Vorbesteller-Edition. Alter Vater. Also, Call of Duty Infinite Warfare habe ich mir als Vorbesteller geholt. Das heißt, die Kampagne von dem Remastered Call of Duty, und da muss ich ganz ehrlich sein, genau deswegen habe ich mir diese Edition geholt. Nicht jetzt wegen der Kampagne für die fürs alte COD. Oh Mann. Sondern wegen auch dem Multiplayer. Das war so mein erstes COD, was ich so richtig gesuchtet habe. So viele Stunden, jede Waffe da irgendwo geliebt habe zu spielen und sie auch alle dann quasi mit den Camouflages gezockt habe. Also mehrere zig Stunden habe ich damit zugebracht und ich erwarte jetzt oder hoffe mir, dass das jetzt auf der PS4 dieses Remaster, dass das einfach nur mega geil wird. Konnte man leider noch nicht anzocken. Ich habe aber schon die ganz kurz mal in die Kampagne reingeguckt und da war gleich wieder dieses alte COD-Feeling. Vielleicht nehme ich das auch noch auf als Let's Play, wobei das ja, ich sag mal, so kurz vorm Release und ich glaube, die viele YouTuber haben das auch schon durchgespielt und auch aufgenommen. Ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall werde ich Multiplayer-Maps auf jeden Fall zocken. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Ansonsten, wenn ich jetzt hier auch bei Star Wars Battlefront eben sagen kann, Infinite Warfare habe ich auch die Beta gespielt auf der PS4. Und ich muss sagen, ich war da gar nicht mal so gut. Oh, scheiße. Alter Schwede.
Nein, 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 nein! Boah, Spitzenspiel ausgeschaltet, alles klar. Blastergewehr-Serie, 7 Kills mit Blastergewehr, das klingt schon sehr, sehr gut. So. Ah nein, oh no, oh no. Erstmal wegjumpen. Ich weiß jetzt gar nicht meine Stats, aber ich habe das Gefühl, dass es eine relativ gute Runde ist. Erstmal hier unter. Ah, ein Gegner. Oh no, 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 no. Granate, komm. Komm, die muss doch zünden. Und ab dafür. Nice. Dich nehme ich. Wo ist er hin? Erstmal fliehen. So, wenn die da alle rausgestürmt kommen. Jawohl, genauso wollte ich das haben. So, den habe ich. Oh, ich habe nur noch 11 Hells. Ah, das war so ein Heldending, ne? Hab dich. Oh, schade. Jawohl, sehr gut. No, 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 no. Okay. Ich weiß gar nicht, wie Level ich jetzt hier bin. Wie gesagt, das ist jetzt meine, wenn man so will, erste richtige Partie wieder nach langer Pause. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört hatte. Aber auch das soll uns jetzt nicht kümmern. So, irgendwas piept. Verteidige unseren Kontrollpunkt, okay. Alter Schwede. Oh, okay. Wir nähern uns dem Spielende und wir haben gewonnen. Hammer geil. Okay. War für mich jetzt erstmal wieder so eine Reinkommen-Runde in Battlefront. 10 Kills, 3 Verluste. Okay. Mit oben dabei. Okay. Es kommt noch Besseres und davon gehe ich einfach aus, dass das auch so eintreten wird. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.